Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Holt euch ein Käffchen, macht es euch gemütlich. Wir sind endlich wieder zurück in Valparaíso, dem Ort, an dem fast immer die Sonne scheint und die Bewohner zufrieden und glücklich sind. Was sage ich? 94%? Das ist doch wohl sehr in Ordnung. Insofern können wir weitermachen mit unseren großen Plänen. Und ein großer Plan für diese Staffel ist es, dass wir beginnen, das Kloster, was hier sich, ja, was hier hingebaut werden soll, dass ich das gerne planen möchte. Ja, das wird das große Thema sein. Aber soweit sind wir noch nicht. Ich muss noch ein paar Nacharbeiten leisten. Dinge, die ihr mir geschrieben habt, Dinge, die ich selber gesehen habe. Und damit fangen wir direkt mal an. Als erstes, hier läuft nicht alles rund. Wir haben ziemlich wenig Nahrung hier, muss ich mal sagen, auf dem Marktplatz. Ich will hier aber auch eine kleine Veränderung durchführen. Aber halt, Thema Nahrung. Was können wir noch machen? Wir haben 4 Bewohner, okay. Pass mal auf, wir haben, wie ich finde, relativ wenig Brot, dafür ziemlich viel Mehl. Natürlich im Moment kein Weizen, aber hier wird gleich geerntet. Insofern ist das Problem meines Erachtens nicht Felder, sondern tatsächlich Bäcker. Kann sein, dass wir auch noch ein drittes Feld brauchen, das will ich aber erstmal noch offen lassen. Ich werde hingegen erst einmal eine neue Bäckerei hier noch platzieren. Und hier haben wir eine wunderbare Lücke, wo die perfekte reinpasst. Also, die bauen wir. Dann haben wir hier mehr Brot. Dann will ich was verändern im Lagersystem. Und zwar, ich will mal hier Doppelmehl machen. Von mir aus hier auch direkt gleich nochmal einen Träger zuweisen. Und hier bitte sagen, dass alles Mehl raus soll. Lager leeren. Hier ist das Mehl auch unsinnig. Da ist es viel besser in der Nähe der Bäckereien. Gut, das dazu. Dann können wir hier nämlich zum Beispiel Wildschwein reinmachen. Das ist nämlich auch besser. Das nächste Thema, das habt ihr mir geschrieben, Thema Haushaltswaren. Da habt ihr geschrieben, dass der Turm wohl tatsächlich so funktioniert, dass er die Produktion multipliziert, ohne die Waren, die man braucht, auch zu verdoppeln. Das ist natürlich enorm. Und insofern gibt es keinen Grund, das Ding nicht zu bauen. Ich werde es also bauen. Hier an die Ecke werde ich das platzieren. Wir werden vermutlich aber dann irgendwann die Haushaltswarenproduktion erstmal pausieren. Warum? Weil wir relativ wenig verbrauchen, schon ziemlich viel haben und das leider nicht verkaufen können, was ich sehr bedauere. Insofern können wir das jetzt auch mal wieder rausnehmen. Also, Verkauf kann man zwar einstellen, aber es gibt hier keine Handelsroute, die das aufkauft. Nun ja, wie auch immer. Wo wir gerade hier sind, wir können mal den Schafzaun eigentlich vervollständigen. Wo war das hier nochmal? Das war, glaube ich, bei Dekoration. Jawohl, bei Dekoration. Pass auf, wir setzen den jetzt hier so ran. Dass der da im Stall endet. Und von der Seite gehen wir vom Turm weg und machen hier noch so ein kleines Tor. Und hier auch. So, dann haben wir das eigentlich geschlossen. Außer die kommen, ne, da hinten kommen die eigentlich nicht durch. Ja, der Eingang ist halt blöd, ne? Wir müssen ja zulassen, dass da Leute rein und rausgehen. Aber die Schafe nutzen das natürlich auch. Wir können mal Folgendes machen. Wir können mal sagen, bitte die Schafe entfernen. Also, weil ich will die draußen sind, erstmal weg haben. Okay, ah, okay, alles klar. Das sind ja hier zwei verschiedene. Na, die werden wahrscheinlich auch immer rausrennen, ne? Ja, das kommt. Dann züchten wir nochmal noch neue. Ist wahrscheinlich Quatsch, was ich hier mache. Die laufen wahrscheinlich sofort wieder raus. Ja. Ja, da sind sie auch schon rausgelaufen. Naja, wenn sie rauslaufen, laufen sie vielleicht da auch wieder rein. Das wäre noch cool, wenn es irgendwie so ein Tor gibt, was die Menschen bedienen können, aber die Tiere eben nicht. Das wäre sehr, sehr sinnvoll. Okay, aber wir sollten uns dadurch jetzt nicht ablenken lassen, denn es gibt noch ein bisschen mehr zu tun. Und zwar gab es noch eine gute Idee, wie ich finde. Die Soldaten, die brauchen ja auch zu essen und zu trinken und dafür laufen die da hinten hin zum Markt und hier irgendwo zum Brunnen. Das können wir tatsächlich ihnen noch ein bisschen leichter machen, indem wir sagen, Brunnen war was? Brunnen war Logistik? Nee, eigentlich Nahrung, ne? Ja, hier ist er auch. Indem wir einfach sagen, der Brunnen steht vor eurer Nase. Da haben sie es also ganz nah bei. Das können wir bauen. Und man könnte sich überlegen, ob man nicht auch einen Marktstand hier nutzt. Oder, wartet mal, die Soldaten. Ich muss noch mal gucken. Die Soldaten. Was sind denn das eigentlich so für Typen, die hier bei uns Soldaten sind? Die sind hier gar nicht als Arbeiter aufgeführt. Das heißt, die haben gar keinen Status in
dem Sinne wie gemeiner und so weiter mit den Bedürfnissen, oder? Rekrut Level 2? Was haben die denn für Bedürfnisse? Okay, die haben Festung, Schlafsaal, Nahrung, irgendwas und Wasser. Und Gottesdienst natürlich. Naja, okay. Das heißt, sie brauchen keine Waren. Ja gut, dann machen wir das. Pass mal auf. Dann machen wir das tatsächlich so, dass wir hier einen Mini-Verkaufsstand nur für die Soldaten machen. Da müssen wir uns bloß überlegen, was sie dann kriegen. Und auch wenn jetzt Brot knapp ist, ist vermutlich perspektivisch, wenn wir jetzt gut in die Brotproduktion kommen, sinnvoll Brot zu nehmen. Müssen wir mal sehen. So, wir machen hier, natürlich kriegen die auch noch... Warte mal, was muss andersrum, ne? Ja, siegreich. Ich will das erstmal zu Ende designen. So. Das ist ein Minimarkt. Bauen. Okay. Wir waren siegreich. Dennoch gibt es eine letzte Schlacht. Wieder die letzte Schlacht. Wahrscheinlichkeit durchschnittlich. Besser als beim letzten Mal. Aber, um ehrlich zu sein, ich möchte hier nichts riskieren. Wir holen sie zurück. Ich werde erst diese letzte Schlacht schlagen, wenn wir wirklich mit großer Wahrscheinlichkeit gewinnen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Sind die jetzt schon alle zurück? Weil dann könnten wir schon die nächste beauftragen. Ne, hier auf einer Mission. Ne, sie kommen erst zurück. Okay, das wird gebaut. Wir müssen uns überlegen, was wir da für ein Lebensmittel dann reinpacken. Und weil wir auf dieser Seite jetzt bald viel Brot haben, hoffentlich. Und auf der anderen Seite, so war ja der Plan, hier die Leute mit Käse versorgen, habe ich folgende Idee. Wir werden hier das Brot rausnehmen. Das sind natürlich jetzt hier 36 Brot. Das ist viel. Das kann ich jetzt nicht machen, weil es ansonsten gibt es hier im Moment so wenig. Aber das wäre meine Idee, dass wir sagen, auf der Seite gibt es Käse, auf der anderen Seite gibt es Brot. Das war ja schon das Konzept des Käsebrötchens. Und wenn sie das nämlich haben wollen, müssen sie sich mit den anderen treffen. Aber hier müssen wir noch einen besseren Moment dafür abpassen. Aber ja, schon enorm, dass wir hier so ein bisschen... Ich meinte 121 Fisch. Das können wir uns doch irgendwie mal markieren. Ne? Wo befindet sich eigentlich der Fisch? Da haben wir 15... Da haben wir 35. Warum trägt er... Okay. Der trägt den Fisch von da hier rüber. Naja, okay, warum nicht? Übrigens, ihr habt mich darauf hingewiesen und vermutlich habt ihr recht. Diese Brücke hier, die wird leider nicht benutzt. Das ist ein bisschen schade. Was ich mir vorstellen könnte, dass wir vielleicht die Waffenschmiede nochmal neu bauen. Im Moment benötigen wir sie nämlich gar nicht. Und vielleicht drücken wir die einfach ein bisschen weiter hier in diesem Bereich. Und die Brücke... Tja, wie kann man das kontrollieren, ob die Brücke begehbar ist? Man könnte es noch ein bisschen wegrücken. Ja, wir haben ja die... Wie gesagt, wir brauchen im Moment keine Schwerter. Ich würde sagen, wir machen das mal. Wir reißen die Waffenschmiede ab. Das ist jetzt reine Ästhetik, was ich hier tue. Und wir bauen... neu. So. Ist das eine Ware? Ist das eine Ressource? Da. Eine Ressource ist das in dieser Logik. So, das heißt, wir müssen die ein bisschen vorziehen. Aber wir können die auch seitlich bauen. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Ist die Frage, ob das... Ah, wisst ihr was? Was ist das Blaue da? Ah, das gehört zur Brücke, ne? Könnte sein, dass wir, wenn wir es so bauen, es passt. Wir probieren das. Jetzt gab es irgendeine Nachricht, die ich nicht gesehen habe. Wahrscheinlich nochmal neue Leute, die ich gerade im Moment gar nicht beschäftigen kann. Aber gut, wir werden sie bald benötigen, hoffe ich. Okay, dann, was will ich noch tun? Und zwar hier. Ich habe ja vor, hier oben das Kloster zu bauen. Und ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich diese Rinder, diesen Milchhof, dass ich den jetzt direkt in den Weg gebaut habe. Das sollte eigentlich nicht sein. Hier sollte so ein prächtiger Zuweg zum Kloster entstehen. Aus diesem Grunde werde ich auch das nochmal aus ästhetischen Gründen versetzen. Und zwar hier so ein bisschen rüber. Ich kaufe also dieses Land. Und wir bauen einfach nochmal eine. Kann man sich überhaupt überlegen, ob man möglicherweise für eine Käserei gleich zwei von den Milchhöfen haben möchte? Ich glaube, das ist keine schlechte Überlegung. Ich glaube, das machen wir auch direkt. So, das ist hier bestimmt bei Nahrungsmitteln. Jagdhütte, Brauerei, Milchhof. So, wenn der hier so seitlich steht,
finde ich das in Ordnung. Was ist denn das da eigentlich? Dieses komische... Dieser Wurmfortsatz, den man da so sieht. Den will ich gar nicht so sehen. Also hier an der Seite finde ich das okay. Bauen wir einen dahin und einen auf die andere Seite. Und dann können die sich in der Mitte treffen. Das ist doch ganz passend. So, dann reißen wir den ab. Und ja, dann ist der Weg frei. Aber da habe ich auch schon eine andere Idee, was wir da in die Nähe bauen. Denn wir werden dort vermutlich ein eigenes Lager platzieren mit den Baumaterialien fürs Kloster. Ein Lager, was wir dann aber später wieder abreißen. Das dient nur dem Bau. Jetzt sollte ich das auch nicht übertreiben. Oh, ich sehe gerade 80%. Problem ist... Gottesdienst, Nahrung und Wasser. Wasser, ernsthaft? Wasser ist doch ohne Ende vorhanden. Okay, wisst ihr was? Ich sollte mal das hier priorisieren. Die Bäckerei. Das scheint mir jetzt das Wichtigste zu sein. Also rein zahlenmäßig sind wir eigentlich ganz gut dabei hier, ne? 121 Fisch. Das wird bloß nicht vernünftig verteilt, aber das kann ich... Wir sind schon voll ausgestattet mit, also die Lager, die Träger arbeiten, alles zugewiesen. Wie sieht es überhaupt aus? Können wir noch, na gut, das haben natürlich, oh, warte mal, nee, Sammler können wir nicht, weil dann erschöpft sich das. Wo reduzierte Träger sind, das ist ganz bewusst so. Da haben wir kein Potenzial mehr, nö. Dann ist das so. Gut. Dann warten wir auf den Bau. Wir gehen mal die Baustellen durch. Wir haben einige Baustellen jetzt hier. Wir haben natürlich die Brücke, wo immer noch die spannende Frage ist, kann man dann die Holzbrücke noch vernünftig abreißen? Wir haben die Bäckerei. Wir haben hier diesen Turm. Ja, sieht auch schon ganz gut aus. Hier ist auch noch eine Baustelle. Ach ja, logisch, hier hinter. Der Brunnen dort. Dann der Marktstand da. Das ist der neue Schwertmeister hier. Das Ganze und das. Okay, alles klar. Und natürlich die Kneipe, was wir hier alles geplant haben. Die Erweiterung. Oh ja. Oh ja, alles klar. Ich würde mal sagen, dann machen wir ein bisschen schneller. Weil alles, was jetzt kommt, wäre echt eine Überforderung. Unser Baumeister, das wollen wir mal nicht übertreiben. Wir brauchen im Moment auch keine Leute. Können wir mal Einwanderung einfach mal deaktivieren. Die 6 Arbeitslosen genügen uns hier völlig. Was ist eigentlich mit den Anbauten? Ja, schaut mal, die sind auch fertig. Jetzt haben wir 75 Platz. Ich hoffe, das reicht. Wir hatten jetzt mehrfach schon Meldungen, dass Gottesdienst nicht erreicht wird. Aber damit sollte das doch klappen, oder? Hier passen 80 rein. Die Woche ist immer relevant. Tag 5 sind wir. Hier sind wir bei fast schon am Ende der Kapazität. Hier allerdings noch ein bisschen Platz. Insofern erwarte ich, dass die Leute hier rübergehen. Falls sie da drüben keinen Platz finden. Ach, wisst ihr was? Es gibt noch eine Sache, die mich stört. Und zwar, schaut euch das mal an, Leute. Die gehen durch den Baum. Der Weg sieht aus, als würde er links von den Bäumen weggehen. Aber nein, das geht leider gar nicht. Tut mir leid. Das muss nochmal korrigiert werden. Ich nehme die Bäume, aber platziere sie dann etwas daneben. Die anderen können da bleiben. Hier geht es ja nicht, aber die müssen wir leider wegreißen. Ja, das Ding auch. Das kann leider nicht so bleiben. Schade, dann haben wir natürlich jetzt so eine Allee-Situation nicht. Weil der Plan war eigentlich, dass ich rechts und links diese Bäume mache. Aber hier ist es einfach zu knapp, was den Fluss betrifft. Kein Zugriff auf Luxus. Was? Wir haben auch gar nicht so einen hohen Luxusbedarf und Haushaltswaren ist doch da, beziehungsweise Bier. Ja, Bier ist nur eins da, ernsthaft? Warum haben wir einen neuen Bewohner bekommen, obwohl ich das deaktiviert habe? Vermutlich hat er sich schon auf den Weg gemacht. Bier haben wir noch 3, ja okay, okay, Bierproduktion, was ist hier los? Hopfen 100. Und der Brauer kann sich keinen Hopfen holen. Wasser ist hier auch nebenan.
Der macht frei, das ist das Problem. Also er hätte alles zugänglich. Aber er ist faul. Wir gucken mal. Kann auch sein, dass er sonst wo wohnt. Dass das manchmal das Problem ist. Ja, okay, er steht in der Ortsmitte. Er sagt, er arbeitet. Wo ist denn er leer? Okay, jetzt holt er sich das Zeug. Gut, habe ich ihn, glaube ich, in einem falschen Moment irgendwie erwischt. Der hat tatsächlich Hopfen geholt. Jetzt holt er noch Wasser und dann braut er hoffentlich. Oder braut sie. Das sage ich. Er, sie. Dann geht es hoffentlich mit der Bierproduktion wieder ordentlich los. Okay, wir sind aber zurück auf 91%. Das war nur kurzfristig, dass wir mal so gefallen sind. Ja, ja. Wie gesagt, ich will noch nicht weiterbauen, bevor jetzt die wichtigsten Projekte nicht beendet sind. Hat er mir vorhin gar nicht die... Doch, die laufende Konstruktion, die Brücke gehört doch auch dazu. Genau. Das ist das 9. Projekt. Und hier, die Schafe, die laufen wieder munter hier aus ihrer Weide heraus. Also insofern ist dieser Zaun vielleicht ganz nett anzusehen, aber aus praktischen Erwägungen komplett sinnlos und nutzlos. Schaut mal, das ist auch ein interessantes Phänomen, was hier gerade passiert. Es grenzt an Magie. Wie sieht es denn aus überhaupt mit unserer Truppe? Die sind jetzt alle da, ne? Habe ich eine Nachricht schon erhalten? Ja, möglicherweise. Ich habe es bloß nicht gesehen. Was wir bekommen haben. Beförderungen sind auch wieder verfügbar. Ja, da muss ich auf jeden Fall mal reingucken. Das ist ein wichtiger Punkt. Also wichtig sind Leute, die jetzt fernab des Marktplatzes wohnen. Das ist das Entscheidende. Jetzt wäre es natürlich mal zum Beispiel gut zu wissen, wo arbeiten hier... Also fernab des Marktplatzes arbeiten, das wollte ich sagen. Wo arbeiten diese hier? Das könnten wir uns eigentlich mal anschauen. Also, der Brauer ist hier in der Nähe. Der Fischer, wo ist der unterwegs? Der ist da auch in der Nähe. Wir gönnen uns mal die Zeit. Also, bei dem, hier, schaut mal, bei dem lohnt sich das. Der Holzfäller ist da drüben. Der Hopfenbauer ist hier. Das ist klar. So, der Träger ist auch auf der Seite. Da auch. Das ist jetzt die Überprüfung, die ich immer durchführe jetzt. Um zu entscheiden, ob es eine Beförderung gibt. Wenn man Pech hat und man befindet sich am falschen Ort, dann wird man eben nicht befördert. Okay, die Arbeitslosen, die sind da natürlich sowieso. Genug Beförderung für heute weggetreten. So sieht's aus. Und Militärmission wäre natürlich auch wieder verfügbar. Ich würde mal sagen, ja, machen wir. Wir müssen bloß dann die Mission wieder starten. Sind immer noch 4 verwundet. So, Truppen bereit machen. Wir schicken alle, die nicht verletzt sind. Sie sind immerhin alle jetzt schon mal teilweise ausgebildet. Also, Truppen entsenden. Auf geht's wieder. Wäre ja auch unsinnig, wenn wir uns so eine teure kleine Armee leisten. Und das sind alles nur Faulenzer, die da vorne rumstehen und Wache halten. Dabei gibt es niemanden, der ihnen dort was klauen will. Rohmaterialien fehlen? Hier. Ja, okay. Eisen ein bisschen knapp. Das ist nochmal ein interessanter Punkt. Ich meine, hier sind wir auf Maximum. Eisenerz ist kein Problem. Aber die Schmelzer, die können offenbar nicht schneller. Oder liegt es an der Kohle? Kohle haben wir 39, müsste eigentlich auch gehen. Naja, dann arbeiten wir einfach so lahm. Das ist, wie es ist. Wir verbrauchen, der Grund ist vermutlich, dass wir relativ viele Werkzeuge verbrauchen. Aufgrund diverser Baumaßnahmen. Haben wir eigentlich einen Werkzeugverkauf eingestellt? Das sollten wir, glaube ich, nicht mal machen. Ja, ab 100, ne? Das werde ich mal erhöhen. Auf 200 oder so. Erst dann können wir sagen, brauchen wir die wirklich nicht. Oder von mir aus auf 220. So, Bier
Ist aber auch was, was relativ langsam offenbar geht. Wir haben nur noch 5 Weizen. Jetzt ist tatsächlich ein Weizenproblem beim Bier. Und damit bin ich überzeugt, dass wir noch ein weiteres Feld benötigen. Ja, machen wir. Wir werden hier noch eine Weizenfarm platzieren. Hier direkt am Wegesrand. Werden dann, damit das ein bisschen effizienter ist, hier auch nochmal den Abbau erlauben. Und werden dann später hier noch ein Feld rumzeichnen, um die Mühle herum. Und wieder gibt es Luxusprobleme. Aber 91%. Ja, hier ist kein Bier mehr da, tatsächlich. Naja, gut. Also dann liegt es jetzt am Weizen. Und da wirken wir schon gegen. Also die Kombination noch ein Feld plus noch ein Bäcker sollte dann auch die Nahrungsprobleme lösen. Und inzwischen Fisch 32, Beeren 10. Ja. Auf der anderen Seite Beeren 22. Es ist alles nicht so pralle. Ne? Dabei liegen hier 52 Käse rum. Das kann nicht sein. Was ist mit den Trägern hier? Sind die zu faul oder was? Ja, jetzt können wir übrigens das Brot mal rauswerfen. Ich nehme nochmal Käse mit rein. Das will ich auf der Seite jetzt nicht mehr verkaufen. Vielleicht dadurch, dass jetzt ein Träger zusätzlich Käse von hier holen kann. Schaut mal, 46 Käse. Sollte es doch wohl besser werden. Übrigens, die Woche war durch. Wir haben keine Kirchenproblematik gehört. Insofern scheint auch das zu funktionieren. Mit der leichten Vergrößerung. Das ist doch beruhigend. So, Bretter ist schon ganz gut, wenn wir da ordentlich vorproduzieren, weil die werden wir bald auch noch, glaube ich, gut benötigen. Wenn wir da oben am Kloster bauen. Aber jetzt wäre es einfach schön, wenn mal irgendwas fertig werden würde von den ganzen vielen Baustellen, die ich jetzt hier angestoßen habe. Das war vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Immerhin, die üben. Ah, ich muss... Nee, jedes Mal denke ich, ich muss hier unten raufklicken. Aber die Mission ist im Gange, oder? Sind auf einer Mission. Überall geht es relativ langsam voran. Es werden Wetten abgenommen, welche der Milchhöfe zuerst fertig ist. Aha, hier werden auch neue Wohnhäuser gebaut. Auch das ist schön. Ich habe hier in diesem Gebiet auch noch einiges vor. Es gibt ja auch noch einige Produktionsgebäude, die möglich sind. Gerade wenn wir das Kloster errichten. Und da habe ich nämlich gesehen, die müssen gar nicht zwangsläufig alle im Klostergebiet stehen. Interessanterweise, ich rede also von Weinanbau und Bienenzüchterei und sowas alles. Sag mal, regnet es jetzt? Ich habe irgendwie das Gefühl, hier fällt Regen. Aber offiziell regnet es nicht, ne? Das ist nur so ein lokaler Regen, oder was? Oder habe ich irgendwie einen Knick in der Optik? War das schon immer so, dass es so mal an manchen Ecken und Enden schlechtes Wetter sein kann? Das andere ist halt offenbar so ein besonderes Naturereignis, halt Dauerregen über ein paar Monate. Während das nur der normale Regen ist. Ja, cool. Sehr schön. Naja, wir gucken einfach mal ein bisschen zu hier. Bei den Baustellen unserer Stadt. Mit ein bisschen Glück ist die Bäckerei dann auch gleich fertig. Oder besser gesagt, mit ein bisschen Geduld. Denn der Baumeister ist schon wieder abgerückt. Aber jetzt wird zu Ende gebaut. Das ist schön. Wie sieht's aus? Mehl haben wir nämlich ordentlich. 110. Jawoll! Hervorragend. Na dann. 2 neue Bäcker wollen wir haben. Legt los. Siegreich sind wir. Wir werden auch weitermachen, na klar. Okay. Dann hoffe ich, löst sich dieses erste Problemchen.
Mehl ist aber von hier immer noch nicht umtransportiert worden. Sag mal, ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich einfach mal so sagen. Hier sind 4 Träger und die kriegen es nicht gebacken, Mehl hier mal abzutransportieren. Womit sind die beschäftigt? Die haben alles in der Nähe. Außer vielleicht ihre Wohnhäuser, ja. Gut, aber immerhin ein Gebäude ist gebaut. Irgendein anderes scheint auch noch fertig zu sein. Welches mag das sein? Vielleicht drüben? Ja, tatsächlich. Okay, passt auf. Dann werden wir hier 9 Milchviehhalter zuweisen. Solange das noch nicht fertig ist, könnt ihr zu zweit arbeiten. Züchten ein paar Kühe. Wo kommt ihr raus? Ah, da. Reichen uns die? Nehmen wir 8. Wir könnten natürlich theoretisch hier auch einen Weidezaun einrichten. Aber wir haben freilebende Kühe. Oh, und schaut mal, die Brücke geht auch sehr gut voran. Stein scheint auch auszureichen. Da können wir das gut kompensieren. Da bin ich froh. Bier ist nach wie vor nur ein Bier vorhanden. Weil hier zu wenig Weizen ist. Obwohl gerade Erntezeit ist. Okay, und hier sind die Bäcker schon am Schuften und ab jetzt sollte es hoffentlich genug Brot geben. Ein Mönch ist da. Wie können wir helfen? Bretter. Bretter haben wir wirklich viele. Ich muss aber einfach mal gucken, wo brauchen wir einen Fluss? Vielleicht bei der Arbeiterschaft. Also beim Volk. Ich habe tatsächlich eine Sache noch gelernt aus den Kommentaren. Was heißt tatsächlich? Ich lerne viel von euch. Vielen Dank dafür. Und zwar ist es so, dass man Einfluss auch regelmäßig verbraucht durch diesen Handelsbonus, den man hier teilweise erhält, wenn der aktiviert ist. Man sieht das hier bei den Effekten, wie lange das hält. Handelsbonus 20%. Wenn man darüber geht, sieht man 56 Tage verbleibend hier. 57, wenn das abgelaufen ist, dann muss man neu Einfluss ausgeben, um den wieder zu aktivieren. Oder vielleicht wird er auch automatisch ausgegeben, ich weiß es nicht. Dadurch hat man ein Bedürfnis, was laufend Einfluss kostet. Und insofern sind die Aufträge durchaus auch später von Relevanz. So, der Milchhof, der zweite, ist gebaut worden. Okay. Ja, jetzt werde ich mal Folgendes tun. Jetzt werde ich hier Sasko entlassen. Der darf dann hier weitermachen. Genau. Und hier gibt es dann auch noch Kühe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ungefähr so. Und das wird dann jetzt entfernt. Gibt es jemanden noch, der die Milch da abholt? Bist du gerade auf dem Weg? Träger. Könnte sein, dass er jetzt gleich die Milch holt. Dann würde ich ihn noch tragen lassen. Aber er will woanders. Nee, er holt die Milch, glaube ich, ne? Nee, irgendwas hat er anders geholt. Er hat keine Ahnung. Passt auf, dann wird das Gebäude jetzt abgerissen. Sehr schön. Okay, also hier kommt dann der Weg hoch zum Kloster. Und wie angekündigt, will ich aber was anderes jetzt hier planen. Das können wir nämlich auch gleich machen. Nämlich ein Lagerhaus. Für die Baumaterialien, die für den Klosterbau nötig sind. Wir sind hier außerhalb des Geländes. Jetzt muss ich überhaupt mal gucken, was will ich hier alles kaufen. Wir können schon mal... Halt. Wir können schon mal das dazu kaufen. Das werden wir nämlich benötigen. Und dann platzieren wir also mal das Lagerhaus hier schon mal. Nächste Baustelle, sehr schön. Okay, dann gehen wir mal durch. Das dauert hier
unüblicherweise lange. Wir hatten zuletzt hier sehr gute Fortschritte gemacht bei den Bauarbeiten hier in der Kaserne. Aber jetzt tun sich die Baumeister hier mal wieder sehr schwer. Wahrscheinlich, weil sie hier an der Waffenschmiede arbeiten. Der Bauernhof, der braucht auch noch seine Zeit. Das ist das Lager. Schaut mal, das sieht doch schon mal richtig gut aus. Der nächste Schritt ist hier schon vollzogen. Da können wir auch das nächste Mal weitermachen. Prima. Wie nutzen wir das, was wir jetzt hier gebaut haben? Wir haben eine Steinhalle mehr. Was können wir jetzt machen? Eine Verkaufstheke oder ein Gastraum? Wir brauchen eine zweite Theke, wenn wir Wein verkaufen. Aber ich denke, wir werden erstmal den Gastraum erweitern. Prima. Nutzt allerdings nicht so viel, weil nach wie vor kein Bier da ist, Leute. Was ist denn hier los? Rohstoffe sind alle da. Vielleicht ist einfach ein Brauer zu wenig. Aber wir haben irgendwie nur 10 Einwohner, die überhaupt Bier trinken. Also das muss doch möglich sein. Es wird einfach zu viel getrunken. Andere Erklärung habe ich im Moment nicht. Okay. Gut, liebe Leute. Dann verabschieden wir uns erstmal von Valparaiso. Wir werden das nächste Mal noch die wichtigsten Baumaßnahmen, die ganz großen, abwarten. Ich glaube, die Brücke sollten wir abwarten, weil da sehr viel Stein reinfließt. Und natürlich auch Arbeitszeit. Und dann wird es daran gehen, das versprochene Kloster zu planen, zu designen und vielleicht den Baustart zu befehlen. Aber erstmal können wir hier noch Angriff befehlen. Erfolgswahrscheinlichkeit ist hoch, deswegen greifen wir direkt nochmal an. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwall.